Hallo zusammen, ich hier zu Deutschland, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute ich heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal die Belohnungen für den Kalendor-Pokal angucken. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was der Kalendor-Pokal ist, wir haben ein kleines Event und zwar haben wir das hier im Kalender stehen. Kalendor-Pokal schimpft sich das und der erstreckt sich über 2 Wochen vom 15. August bis zum 28. So wie es aussieht, ist das ein wiederkehrendes Event, ähnlich wie Feiertage. Heißt, wenn ihr das jetzt diesmal verpasst habt, könnt ihr das demnächst auch nachholen. Muss man bloß ein bisschen immer auf den Kalender achten, wann das Ganze am Start ist. Was können wir da mal machen während des Kalendor-Pokals? Naja, wir können Drachenrennen auf komplett Kalendor fliegen und das sind einige. Wir können jetzt zum Beispiel mal reinschauen. Die werden dann hier quasi auf der Map angezeigt. Hier haben wir in den 1000 Nadeln quasi eins oder hier in Uldum. Und fast in jedem Gebiet gibt es eins, wo Rennen. Und die können wir in verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Es gibt dann insgesamt 16 Rennen, die wir absolvieren können. Und die können wir quasi dann in der normalen Schwierigkeitsstufe absolvieren, in Bronze, Silber und Gold. Dann natürlich in der fortgeschrittenen Version und dann zusätzlich noch in umgekehrt. Und ja, wenn ihr alle 16 Rennen in allen 3 Schwierigkeitsgraden auf Gold habt, dann gibt es auch noch ein Meta-Achievement mit dem Titel Kalendor-Flitzer oder Flitzerin, je nachdem, wenn der Char halt weiblich oder männlich ist. Genau. Was gibt es da jetzt für Belohnungen neben den Titeln? Naja, für jedes Rennen, das ihr absolviert, bekommt ihr eine Währung. Und zwar haben wir diese Währung einmal hier, Abzeichen des Reiters von Azeroth, schimpfen sich die. Und diese Abzeichen können wir quasi eintauschen. Wo kriegen wir die genau her? Wenn wir jetzt ein normales Rennen, zum Beispiel in Bronze, schaffen, kriegen wir eine Münze. Schaffen wir es in Silber, kriegen wir 2. Schaffen wir es in Gold, kriegen wir 3 Münzen. Die sind aber einmalig pro Char. Heißt, wenn ihr dann ein Rennen komplett abschließt, könnt ihr bis zu 9 Münzen kriegen. Einmal für Gold normal, Gold fortgeschritten und Gold umgekehrt, jeweils 3 Münzen, also 9 Stück. Heißt, bei 16 Rennen kommt da schon einiges zusammen. 144 Münzen könnt ihr mit einem Charakter maximal bekommen. Und es gibt dann noch hier, wo wir uns gerade befinden, in Valdrakken eine Quest, die Einführung zum Kalendor-Pokal. Und da gibt's dann, müsst ihr 3 verschiedene Rennen fliegen. Und da gibt es nochmal 10 Münzen. Bedeutet, mit einem Charakter könnt ihr maximal 154 Münzen zusammenbekommen. Kleine Randinformation, die Items, die man sich jetzt hier holen kann bei der Ausbilderin, überschreiten das Ganze. Also ihr kommt mit einem Char nicht hin, diese kompletten Sachen euch kaufen zu können. Ihr könnt das aber mit mehreren Chars machen und dementsprechend euch alles holen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was es hier gibt. Also es gibt erstmal 3 Manuskripte. Einmal Windgeborener Velozidrache, türkise Schuppen, dann Schlängel der Kriecherdrache, gekrümmtes Nasenhorn und dann gibt Schlängel der Kriecherdrachen, blondes Haar. Also das sind einfach Cosmetics für unsere Drachenreittiere. Und dann gibt es hier nochmal ein komplettes Set, das können wir uns einmal angucken. Das ist einmal dieses hier, sieht ganz nett aus, hier mit dieser Fliegerbrille, passt schon ganz gut dazu. Und ich würde sagen, wir holen uns das jetzt mal. Wenn ihr es so wie ich gemacht habt, quasi alle Achievements, 154 Marken, dann könnt ihr euch jetzt zum Beispiel hier das hier kaufen. Und ein paar von den Items hier, 1, 2, 3 und 4. Warte mal, was haben wir jetzt gekauft? Jetzt kaufen wir lieber noch die Schuhe, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Dann lernen wir das jetzt schon mal. Und den Rest müsst ihr dann mit einem Twink holen. Heißt, da müsst ihr die Rennen am besten nochmal fliegen. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich dann halt alle Rennen nur einmal geflogen bin. Auch wenn es nur Silber war, bin ich dann weiter zum nächsten, weil dann es gibt da halt auch ein paar schwere Rennen. Da auf Teufel komm raus zu versuchen, da wieder die Top-Anzahl an Zeit hinzukriegen, macht dann ehrlich gesagt auch nicht viel Sinn. Da fliegt man dann lieber ein leichteres. Also ich habe jetzt hier 154 Marken und jetzt mit einem Twink habe ich mir nochmal 90 zusammengespielt, beziehungsweise 91, aber ganz genau geht es ja nicht. Gut, und jetzt können wir hierher gehen und quasi die restlichen Dinger noch holen. Also das hier hatte ich mir, glaube ich, schon geholt. Oder das muss ich nochmal gucken. Das wird jetzt irgendwie nicht so vernünftig angezeigt. Genau, das hatte ich mir schon geholt. Das wird jetzt nichts Falsches kaufen. Da muss man, glaube ich, immer einmal aus- und wieder einloggen, dass das Spiel das auch erkennt, dass man sich die Teile geholt hat. Und seht ihr, mit den weiteren 90 kann ich mir jetzt hier den Rest kaufen. Und wenn man dann alles gekauft hat, dann soll anscheinend es so sein, dass man eine
ein Ruftoken sich kaufen kann. Jetzt muss man mal gucken, ob das soweit funktioniert oder ob ich dann nochmal einmal reloggen muss. Ja, wahrscheinlich muss ich dann einmal reloggen, weil das Game das noch nicht ganz erkennt. Und das machen wir jetzt einmal. So, da, ich habe jetzt mit beiden Chars ausgeloggt und einmal wieder eingeloggt. Und jetzt, seht ihr, wenn wir mit der Händlerin sprechen, bekommen wir für unsere Abzeichen dementsprechend Ruftokens. Es sind 50 Ruf für 10 Abzeichen, es rentiert sich absolut nicht, aber falls ihr jetzt dementsprechend noch mehr Rennen fliegt, es soll ja auch noch einen Cup in den östlichen Königreichen geben und da ist jetzt noch nicht klar, ob es neue Belohnungen gibt oder ob dementsprechend die Belohnungsstruktur gleich bleibt, sprich wenn ihr da noch ein bisschen was am Fliegen seid oder einfach just for fun noch ein paar Rennen mit Twinks fliegt, könnt ihr dementsprechend die Münzen ausgeben, könnt hier noch diese dieses Ruftoken holen, 50 Ruf gibt es für Waldracken, bei mir ist das jetzt hier auch ein Blizzard-Account gebunden, also für den einen oder anderen Twink vielleicht auch ganz nett. Juti, das war es eigentlich soweit mit den Belohnungen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und wenn ihr Probleme bei den Rennen habt, ich habe für sowohl die fortgeschrittenen als auch die umgekehrten Rennen jeweils einen Videoguide erstellt, wo ich alle Rennen einmal zeige. Und ja, da könnt ihr gerne reinschalten. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen von euch weiter. Damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila und bis zum nächsten Mal. Ciao.